Das Learning Lab ist für uns ein Ort, um neue Wege des Lernens auszuprobieren. Wir arbeiten mit einer Reihe von Partnern aus den verschiedensten Bildungssektoren, um auszuprobieren, wo geht es hin mit den digitalen Medien. Für mich ist das Learning Lab mehr als das Labor hier in Essen an der Uni. Das Learning Lab ist überall da, wo wir mit Bildungseinrichtungen, mit Schulen zusammen neue Konzepte entwickeln und mediengestütztes Unterrichten und Lernen in die Organisationen tragen. Digitalisierung betrifft ja alle Lebensbereiche eigentlich. Und ich arbeite hier am Learning Lab im Bereich Digitalisierung von Hochschulen. Wir arbeiten letztlich an der Frage, wie Hochschulen sich im Bereich Digitalisierung gut aufstellen können und wie Strategien auf unterschiedlichen Ebenen aussehen können, damit sie den Bereich voranbringen. Also sei es auf Landesebene, auf nationaler Ebene, aber auch eben für die einzelne Hochschule. Am Learning Lab haben wir einen gestaltungsorientierten Zugang. Das bedeutet, dass basiert auf theoretisch fundiertem Wissen wir uns den Forschungsfragen und den Problemstellungen aus der Praxis pragmatisch und zielorientiert nähern und diese so behandeln. Für mich ist Lernen der Prototyp für Innovation und Veränderung. Das Learning Lab beleuchtet dieses Thema in Projekten, Studien und in Experimenten. Meine Aufgabe hier ist die Koordination der technischen Entwicklung. Das bedeutet sowohl die Erstellung von Anforderungen als auch die Umsetzung fertiger Prototypen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass diese Prototypen auch in einer realen Welt überleben, das heißt gebraucht werden und verankert werden. Ich forsche im Bereich Schule, wo wir schauen, wie man zum Beispiel mit Hilfe des Bring Your Own Device Ansatzes digitale Medien stärker in die Lernkultur der Schule verankern kann. Also ich bin im Studiengangsmanagement unserer beiden Weiterbildungsstudiengänge, die auf dem Online-Campus angeboten werden. Die Studierenden sind zum einen ausgerichtet auf den Bereich Educational Media, das ist der erste Studiengang. Der richtet sich an Personen, die Lehr-Lern-Szenarien mit digitalen Medien gestalten wollen, in solchen Bereichen und Kontexten, sowohl im Hochschulkontext als auch in schulischen Kontexten oder anderen Bildungsbereichen tätig sind. Der andere Schwerpunkt ist Educational Leadership. Da geht es um Führung und entsprechende Managementprozesse in Bildungsbereichen. Das Learning Lab, das ist zunächst einmal Technik. Das sind Räume, wo wir explorieren können, was wir mit diesen Möglichkeiten der Technik im Bildungskontext machen können. Was ich sehr spannend an der Arbeit hier finde, ist es, mit unterschiedlichsten Akteuren der Erwachsenenbildung, der Schulen an der Frage zu arbeiten, wie können wir digitale Medien in der Bildung lernförderlich nutzen.